Hallo und guten Abend allerseits, auch im Namen des Bildungswerks Stanislav Hans. Mein Name ist Elmar Schulte und ich freue mich, Sie und euch, liebe Freunde des Bildungswerks, zu einem Online-Vortrag zu begrüßen, den mein geschätzter Mitstreiter Roland Vossebrecker gleich präsentieren wird. Roland führt seit Jahren für das Bildungswerk Reisen nach Auschwitz und Lodz durch. Auf den Fahrten nach Lodz, dem polnischen Łódź, unter deutscher Besatzung hieß es Litzmannstadt, steht zwar die Geschichte des jüdischen Ghettos im Fokus, aber Roland berichtet auch auf dieser Reise über das von den Nazis dort 1941 eingerichtete sogenannte Zigeunerlager, über das wir heute mehr erfahren werden. Die Fahrt nach Lodz findet 2022 übrigens zweimal statt. Im Mai und im September. Interessentinnen und Interessenten finden weitere Informationen dazu auf der Webseite des Bildungswerks. Ich werde den Link später in den Chat schreiben gegen Ende des Vortrags. Während die Existenz und die Vorgänge im jüdischen Ghetto von Lodz in der Öffentlichkeit nicht ganz unbekannt sind, sieht das für die Rolle, die Lodz bei der Verfolgung und Ermordung von Sinti und Sintisse und Roma und Romnia spielte anders aus. Dabei sind, wie wir hören werden, mehrere tausend Sintisse und Romnia durch deutsche Täter nach Lodz verschleppt worden und Deutsche haben sie dort eingesperrt und später ermordet. Leider ist ja überhaupt die Geschichte der Verfolgung und Vernichtung von Sintisse und Romnia, also Menschen, die von der deutschen Mehrheitsgesellschaft als sogenannte Zigeuner bezeichnet wurden und von den Nationalsozialisten als in Anführungszeichen rassisch minderwertig eingestuft wurden, allgemein in der deutschen Öffentlichkeit eher weniger bekannt im Vergleich zur Shoah. Umso wichtiger ist es also, den Poyrámos, den Völkermord an Sinti und Roma und deren Verfolgung zu thematisieren. Nicht zuletzt, weil es eine Kontinuität von rassistischen Denkweisen und antiziganistischen Maßnahmen gibt oder gab, die lange vor dem Krieg beginnt und bis weit in die Nachkriegszeit hineinreicht. Und das wird Roland in seinem Vortrag ebenfalls ansprechen. Daher bin ich auch selbst sehr gespannt auf den Vortrag von dir, Roland, und möchte dir umgehend das Wort erteilen. Ein Hinweis noch an die geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach dem Vortrag bzw. während des Vortrags können Sie Fragen an Roland stellen, die wir sammeln werden und auf die Roland dann im Anschluss nach dem Vortrag antworten wird. Dazu bitte in der Chatfunktion die Chatfunktion nutzen und die Fragen da hineinschreiben. Wenn ihr sie über Zoom zugeschaltet seid, das ist das Sprechblasensymbol unten in der Funktionsleiste. Oder wenn ihr über YouTube dem Vortrag folgt, dann nutzt den Chat bei YouTube. Roland, du hast das Wort. Ja, ich begrüße sehr herzlich auch alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer zum heutigen Online-Vortrag zu dem Thema Die sehr kurze und traurige Geschichte des sogenannten Zigeunerlagers im Ghetto Litzmannstadt ist mein heutiges Thema. Im November 1941 wurden 5.007 Roma aus dem österreichischen Burgenland in das jüdische Ghetto von Lodz in Nazideutsch Litzmannstadt deportiert. In kurzer Zeit starben hier bereits ca. 600 Menschen an den grausamen Bedingungen im Lager. Alle anderen wurden im Januar 1942 im Mordlager Kulmhof in Chełmno in Gaswagen ermordet. Bei diesem Thema muss ich eine Vorabbemerkung zu meinem Sprachgebrauch machen. Jetzt sollte hier das nächste Bild kommen. Ah ja, so geht's. Mein Vortrag ist einer voller Anführungszeichen. Wenn ich die betroffenen Menschen meine, so werde ich Sinti und Roma,
oder verkürzt Roma sagen. Die Lager aber werde ich mit Zigeunerlager bezeichnen, denn so hießen sie damals. Die dazugehörigen Anführungsstriche müsst ihr euch dabei einfach immer mitdenken. Auch das Wort Zigeuner werde ich in zeitgenössischen Zitaten benutzen müssen. Auch müsst ihr euch jede Menge Anführungsstriche denken, wenn ich gleich über die pseudowissenschaftlichen, rasseideologischen Denkweisen der Täter sprechen muss. Hier ist nun kaum Raum, um wirklich umfassend die nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen gegen die Minderheit der Sinti und Roma im Deutschen Reich und im besetzten Europa zu schildern. Dennoch möchte ich einen kurzen Abriss über diese Maßnahmen geben, um das Geschehen in Litzmannstadt in einen Kontext zu stellen. So ist also mein Vortrag heute gegliedert. Eben zu Beginn gibt es einen kurzen Überblick über diese Verfolgungs- und Diskriminierungsmaßnahmen. Dann werde ich im Speziellen kurz auf die Situation der bogenländischen Roma eingehen. Da ist das Zigeuner-Anhaltelager Lackenbach Thema. Dann ist der Hauptteil des Vortrags natürlich das sogenannte Zigeunerlager im Ghetto Litzmannstadt. Ich werde aber im Anschluss daran auch auf Parallelen zum Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau ein paar Sätze sagen und auch ganz kurz am Schluss auf die fortgesetzte Diskriminierung dieser Bevölkerungsgruppen nach 1945 eingehen. Und dann schließlich mit einem Fazit und einer persönlichen Nachbemerkung. Verallgemeinernd kann man sagen, dass sich die ersten Maßnahmen der Nazis gegen die Sinti und Roma in der Kontinuität der antiziganen Diskriminierungsmaßnahmen des Kaiserreichs und der Weimarer Republik bewegten und dass sich diese Kontinuität auch nach 1945 fortsetzte. Antizigane Vorurteile und Gesetze hatten eine lange Tradition. Roma wurden pauschal als arbeitsscheu, asozial und kriminell angesehen und stigmatisiert. So war auch nach 1933 nicht die Gestapo, sondern die Kripo für alle Angelegenheiten, die Sinti und Roma betrafen, zuständig. Unter der nationalsozialistischen Herrschaft und unter den Bedingungen des Krieges eskalierte die Verfolgung dieser Minderheit bis hin zum Massenmord. Die Diskriminierungsmaßnahmen, Vertreibungen und Deportationen gingen oftmals auf Initiativen aus der Bevölkerung zurück. Man wollte die Sinti und Roma loswerden, interessierte sich allerdings wenig für deren weiteres Schicksal. Aus den Augen, aus den Sinn war das Muster, wenn sich Landräte, Bürgermeister, Bezirks- und Polizeiämter an verantwortliche politische Stellen bis hin zu Himmler persönlich wandten und ein entschiedenes Vorgehen gegen die verachtete Minderheit forderten. Während sich Hitler für die Sinti kaum interessierte, es gibt insgesamt nur zwei Äußerungen, die von ihm zu diesem Thema überhaupt überliefert sind, sah sich Himmler immer wieder gedrängt, etwas zu unternehmen. So hoffte zum Beispiel der Bürgermeister von Berleburg in einem 1937 veröffentlichten Artikel, das neue Deutschland werde wirksame Mittel und Wege finden, um der einheimischen deutschblütigen Bevölkerung diese Zigeunerplage planmäßig vom Hals zu schaffen. Das Deutsche Ärzteblatt forderte, die Sinti seien wie Erbkranke zu behandeln und man müsse sie daran hindern, ihre minderwertigen Erbanlagen weiterzugeben. Wörtlich: Ziel ist also rücksichtslose Ausmerzung dieser charakterlich defekten Bevölkerungselemente. Eine wichtige Rolle in der Verfolgung der Sinti und Roma spielte die Rassehygienische Forschungsstelle. Bitte denkt euch jetzt im folgenden Abschnitt ganz viele Anführungszeichen. Im Frühjahr 1936 gegründet und von Robert Ritter geleitet, sollte diese Institution die wissenschaftliche Grundlage für die rassische Einordnung der Sinti und Roma im Deutschen Reich erarbeiten. Von 1937 bis in die späten Kriegsjahre erstellten Ritter und seine Assistentinnen
anthropometrische und genealogische Gutachten zu den ca. 30.000 Sinti im Deutschen Reich. Hier auf diesem Bild an der linken Seite, das ist Robert Ritter bei seiner Arbeit. Dies war nun eigentlich das Gegenteil von Wissenschaft. Eine Forschung, deren Ergebnis ja bereits von vornherein feststand. Bestehende rassistische Vorurteile sollten wissenschaftlich bestätigt und untermauert werden. Die Rassehygienische Forschungsstelle erstellte erb- und lebensgeschichtliche Fragebögen, mit denen die untersuchten Sinti klassifiziert werden sollten. Die zur Verfügung stehenden Kategorien lauteten zum Beispiel Störenfriede, Schmarotzer, Unstete, Unbegabte, Gewaltverbrecher, Gaunereien, erblich Geisteskranke. Und dazu gab es dann auch noch Unterkategorien. Störenfriede wurden zum Beispiel aufgeschlüsselt in Rohlinge, Zänker, Krakeler, Stänkerer, Hetzer, Verleumder und Beleidiger. So viel also zur Wissenschaftlichkeit der Forschungsstelle. Im kruden Weltbild Ritters und der Nazis waren es, anders als bei den Juden, die Mischlinge, denen man einen besonders niedrigen Wert zuschrieb. Mit Ritters Worten ein form- und charakterloses Lumpenproletariat, während man die reinrassigen, stammechten Sinti, von denen es allerdings nur sehr, sehr wenige gab, für wert genug erachtete. Während bei den Juden diskutiert wurde, ob und welche Mischlinge, Halb-, Viertel-, Achteljuden in die Verfolgung und Vernichtung mit einbezogen werden sollten, war es bei den Roma also genau umgekehrt. Auch Ritters Forschungen bewegten sich übrigens in einer Tradition einer sogenannten asozialen Forschung, in der die Problematik unsozialen Verhaltens nicht als soziale, sondern als eine Frage der Rasse und Vererbung verstanden wurde. Um die Denkweise von Ritters Forschungsstelle verständlich zu machen, zitiere ich nun aus der Doktorarbeit seiner wichtigsten Mitarbeiterin Eva Justin von 1943. Hier ein Bild von ihr beim Vermessen einer Sintezza. Und ich möchte vorausschicken, dass diese haarsträubenden Einlassungen nur schwer erträglich sind. Also Eva Justin in ihrer Doktorarbeit. Das Zigeunerproblem ist nicht mit dem Judenproblem zu vergleichen. Das lehren gerade auch die Untersuchungen an Mischlingen. Die Zigeuner- und Zigeuner-Mischlingsfrage ist ein Teil des asozialen Problems. Nie kann die primitive Zigeunerart das deutsche Volk als Ganzes in irgendeiner Weise untergraben oder gefährden, wie dies durch die jüdische Intelligenz geschieht. Wenn man diesen wenigen von uns erzogenen und sozial angepassten Zigeunern und Zigeunermischlingen zweckmäßiger und gerechterweise ein Verbleiben in ihren bisherigen Wohn- und Arbeitsverhältnissen zubilligen will, so muss man doch vom rassehygienischen Standpunkt eine Unfruchtbarkeitmachung dieser Menschen fordern. Fast alle Zigeuner und Zigeunermischlinge sind durch eine mehr oder weniger große Haltschwäche und ihre Artlosigkeit gefährdet und bedürfen der ständigen Leitung und Unterstützung, wenn sie nicht sozial entgleisen sollen. Das deutsche Volk braucht aber zuverlässige und strebsame Menschen und nicht den zahlreichen Nachwuchs dieser unmündigen Primitiven. Soweit also dieser Schmutz. Aufgrund solcher Denkmuster wurden zahlreiche Sinti und Roma sterilisiert, oft mit der Drohung der Einweisung in ein Konzentrationslager, wenn sich die oder der Betreffende nicht dem verstümmelten Eingriff unterziehen lassen wollte. Am 8. Dezember 1938 erschien Himmlers Runderlass zur Bekämpfung der Zigeunerplage, der sich die Vorgaben von Ritters Forschungsstelle zu eigen machte, erstmals die sogenannte Zigeunerfrage zu einer Frage der Rasse erklärte und neben verschiedenen diskriminierenden Verordnungen die Bewegungsfreiheit der Roma massiv einschränkte.
In einem Schnellbrief des Reichssicherheitshauptamtes vom 17. Oktober 39 wurde angeordnet, dass Zigeuner und Zigeunermischlinge bis auf Weiteres ihre Wohnorte nicht mehr verlassen durften. Bei Zuwiderhandlungen wurde mit Konzentrationslagerhaft gedroht. Dies wurde auch praktiziert. So wurde beispielsweise eine Duisburger Sinti-Familie, die 1941 in die Slowakei geflüchtet war, von dort in das Zigeunerlager Lackenbach und schließlich in das Ghetto Litzmannstadt deportiert. Für 1940 war die Abschiebung von 30.000 Sinti in die besetzten polnischen Gebiete geplant, gegen den Widerstand Ritters und Reichsärzteführers Leonardo Conti, die eine konsequente Unfruchtbarmachung forderten. Diese Deportationen scheiterten, allerdings nicht an deren Widerstand, sondern an dem Chaos der von Himmler geplanten Vertreibungen von Polen und Juden. So wurden im Mai 1940 lediglich 2.330 Sinti aus Deutschland in das Generalgouvernement deportiert. Deren Schicksal steht symptomatisch für die Politik der Verfolgung dieser Minderheit in jenen Jahren. Die einzelnen Distrikte schoben sich die unerwünschten Menschen gegenseitig zu. Manche kamen in Arbeitslager, andere wurden in jüdische Ghettos eingewiesen, einige fielen Erschießungen zum Opfer, manchmal wurden aber auch Lager wieder aufgegeben, da niemand für die Kosten aufkommen wollte und die gefangenen Sinti wurden einfach sich selbst überlassen. 1944 kehrten einige wenige in ihre Heimatorte in Deutschland zurück. Man schätzt, dass etwa 80% der 1940 deportierten Sinti umkamen. Die meisten starben an Kälte, Hunger, Entkräftungen und Krankheiten. Sie starben an der chaotischen und planlosen Politik. Sie starben, weil niemand für sie aufkommen wollte, weil sich niemand für ihr Schicksal interessierte. Die bisher geschilderten Maßnahmen bezogen sich auf die Sinti und Roma im Deutschen Reich. In den besetzten Ländern Osteuropas war das Vorgehen gegen die Roma ungleich mörderischer. Einsatzgruppen und Polizeibataillone ermordeten im Rücken der Ostfront hunderttausende jüdische Menschen. Dass auch Roma in großer Zahl ermordet wurden, belegen unter anderem erhalten gebliebene Lageberichte, wie dieser hier, Tätigkeits- und Lagebericht der Einsatzgruppe B. Wie viele Opfer es hier unter den Roma gab, ist insgesamt nicht bekannt. Genauso wie man auch nicht weiß, wie viele Roma in den Lagern der Aktion Reinhard ermordet wurden. Hier, so scheint es, besteht noch dringender Nachholbedarf in der historischen Forschung. Am 16. Dezember 1942 erging Himmlers Befehl, der vorschrieb, Zigeunermischlinge, Romzigeuner und nicht deutschblütige Angehörige zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft nach bestimmten Richtlinien auszuwählen und in einer Aktion von wenigen Wochen in ein Konzentrationslager einzuweisen. In ein Konzentrationslager, das war konkret Auschwitz, nämlich in das neu errichtete Zigeunerlager in Birkenau. In der historischen Literatur wird der Befehl zur Deportation nach Auschwitz oft schon als Vernichtungsbefehl verstanden. Die eingelieferten Sinti und Roma wurden aber, anders als die jüdischen Menschen, nicht bereits an der Rampe selektiert und zum großen Teil vergast, sondern sie wurden geschlossen in das sogenannte Zigeunerfamilienlager eingewiesen. Dass ihr Schicksal deswegen aber nicht günstiger war, beweisen die Zahlen. Das Lager wurde im Februar 1943 eröffnet. Bis Ende März waren bereits 12.000 Sinti und Roma eingeliefert worden. Insgesamt etwa 22.600 Menschen durchlitten das Lager. Nur 3.000 überlebten es. Bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema meines Vortrags, das Zigeunerlager im Litzmannstadt-Ghetto, komme, möchte ich noch kurz auf die Situation der burgenländischen Roma eingehen, da die etwa 5.000 Insassen dieses Lagers im November 41
aus dem österreichischen Burgenland deportiert worden waren. 1938, zum Zeitpunkt des sogenannten Anschlusses, lebten in Österreich etwa 11.000 Sinti und Roma, die meisten davon im Burgenland südlich von Wien an der Grenze zu Ungarn. Die burgenländischen Roma waren im 18. Jahrhundert zwangsangesiedelt worden. Obwohl sesshaft, lebten sie dennoch ein ausgegrenztes Leben am Rande der Gesellschaft, meist in großer Armut. Bereits 1928 erstellte das Bundespolizeikommissariat in Eisenstadt, der Hauptstadt des Burgenlandes, eine sogenannte Zigeunerkartothek, in der etwa 8000 Roma über 14 Jahre erfasst wurden. Diese wurde 1938 dem Rasse- und Siedlungshauptamt der SS zur Verfügung gestellt. Robert Ritter hatte übrigens die burgenländischen Roma pauschal für minderwertig, für nicht einmal erforschenswert erklärt. In der Mehrheitsbevölkerung des Burgenlandes herrschte eine feindselige Einstellung gegenüber der Roma-Minderheit. Es kursierte der Slogan „Das Burgenland zigeunerfrei“. Im Oktober 39 berichtete der Sicherheitsdienst nach Berlin, dass die österreichische Bevölkerung ein energisches Vorgehen gegen die Zigeuner verlange. Der Schulrat des Bezirks Oberwart empfahl, damit aber diese Pest aus dem deutschen Lebensraum verschwinde, trete ich für die restlose Unfruchtbarmachung dieser Rasse ein. Bis zur Beseitigung derselben müsste man sie aber zur Zwangsarbeit verhalten. Nach einer 1938 erlassenen Verordnung durften Roma zur Zwangsarbeit verpflichtet werden. Im Sommer 39 forderte ein Erlass die Einweisung von 3000 burgenländischen Roma nach Dachau und Ravensbrück. Und 1940 wurden geschlossene Lager für die Roma errichtet. Das größte war das sogenannte Zigeuneranhaltelager Lackenbach. Etwa 4000 Roma wurden in Lackenbach insgesamt interniert. Der höchste Häftlingsstand war am 1. November 41, also unmittelbar vor den Deportationen nach Litzmannstadt, mit 2335 Gefangenen erreicht. Die Lebensbedingungen der Gefangenen im Lager waren denen in den Konzentrationslagern ähnlich. Schwere Zwangsarbeit, harte Strafen, Appelle, wie hier auf dem Bild zu sehen, dazu schlechte Unterbringung, unzureichende Ernährung und miserable hygienische Verhältnisse forderten einige hundert Todesopfer, insbesondere während der Flecktyphus-Epidemie, die Ende 1941 im Lager ausbrach und an der auch der erste Lagerleiter, SS-Untersturmführer Hans Kollross, im Januar 1942 starb. Anfang November 1941 wurden aus Lackenbach 2000 Menschen in das jüdische Ghetto Litzmannstadt deportiert, zusammen mit weiteren 3000 burgenländischen Roma. Bei der Auswahl der zu deportierenden Menschen spielte das Kriterium der Arbeitsfähigkeit die ausschlaggebende Rolle. Arbeitsfähige behielt man zur weiteren Ausbeutung, nicht arbeitsfähige schob man ab. Unter den 5000 Deportierten waren mehr als die Hälfte Kinder. Burgenländische Gemeinden beteiligten sich an den Kosten der Deportationen und bereicherten sich an dem zurückgelassenen Grund- und Immobilienbesitz der Roma. Warum brachte man Roma in das jüdische Ghetto Litzmannstadt? Eine wichtige, aber kaum zu beantwortende Frage. Es scheint, dass dies eine spontane Ad-hoc-Lösung war in einer Situation, als man diese Menschen loswerden wollte, aber niemand bereit war, sie aufzunehmen. Auch die Behörden in Litzmannstadt protestierten so heftig wie vergeblich gegen die Einweisung der Roma ins Ghetto. Das Ghetto Litzmannstadt wurde im Frühjahr 1940 errichtet. Zu diesem Zeitpunkt wurden etwa 160.000 Jüdinnen und Juden
auf dem etwa 4 Quadratkilometer kleinen Ghetto-Gelände eingesperrt. Die Deutschen hatten Chaim Rumkowski zum Judenältesten ernannt. Der deutsche Ghettoverwalter war Hans Biebow. Im Ghetto entstanden zahlreiche Fabriken und Betriebe, Ressorts genannt, die für deutsche Firmen, vor allem aber auch für die Wehrmacht produzierten. Im Herbst 1941 kündigte Himmler die Deportation von 60.000 Juden aus dem Reichsgebiet in das Ghetto an. Die für das Ghetto zuständigen Behörden, die dadurch die Produktivität des Ghettos gefährdet sahen, konnten diese Zahl auf 20.000 herunterhandeln. Allerdings wurden zu den Transporten der jüdischen Menschen aus Deutschland, Prag, Wien und Luxemburg noch die 5.000 burgenländischen Roma ins Ghetto gebracht. Gegen deren Aufnahme wehrten sich Stadt- und Ghettoverwaltung besonders nachdrücklich. Man sprach von der dadurch entstehenden Gefährdung der Ordnung und Sicherheit. Oberbürgermeister Werner Wenski argumentierte, die Roma seien Aufwiegler und Brandstifter schlimmster Sorte und hätten generell verbrecherische Neigungen. Himmler antwortete auf solche Einwände, man müsse bei jedem Brand, egal von wem verursacht, mindestens 10 Zigeuner zur Abschreckung einfach lynchen. Wörtlich, sie werden damit in den Zigeunern die beste Feuerwehr für das Ghetto bekommen, die einen Eifer besitzt, wie er bisher nicht vorhanden war. Den deutschen Stellen blieb unklar, wer verwaltungstechnisch für das Zigeunerlager verantwortlich sein werde. Auch scheint es, dass es keine deutschen Pläne gab, was mit den Menschen überhaupt geschehen sollte. Der Ghettoverwalter Hans Biebow verbot ausdrücklich den Arbeitseinsatz der Roma, um sich verwaltungstechnisch nicht damit zu belasten, da die Finanzierung unklar blieb. Klar war nur, dass die Roma von den Juden getrennt untergebracht werden sollten. Das Organisatorische überließ man der jüdischen Verwaltung. Auch Rumkowski wollte die Roma nicht. Er sagte, Zigeuner sind die Art von Menschen, denen alles zuzutrauen ist. Zuerst einmal rauben sie und dann setzen sie alles in Brand, sodass unsere Fabriken und Güter in Flammen aufgehen werden. Mit dieser Meinung war Rumkowski unter den Juden nicht allein. Unbewusst fühlten sich die Juden aufgewertet, da es nun eine Volksgruppe gab, der es noch schlechter ging, die noch schlechter behandelt wurde. Arnold Mostowitsch, als junger jüdischer Sanitätsarzt im Ghetto, schrieb, es bedarf keiner ausgeklügelten Psychologie, um zu erraten, dass die Unterbringung der Zigeuner in einigen aus dem Ghetto ausgesonderten Mietshäusern das Selbstgefühl der jüdischen Bevölkerung auf eigenartige Weise erhöhte. Die ins Ghetto dringenden Nachrichten über die Lebensbedingungen der Zigeuner, Nachrichten, die im Übrigen die entsetzliche Wahrheit nicht annähernd wiedergaben, verbesserten die Stimmungslage im Ghetto. Nicht sie waren es also, die sich auf der untersten Stufe befanden, der untersten Stufe von Erniedrigung, Elend, Hunger. Es gab im Ghetto kein Mitgefühl für die Zigeuner. Genauso wenig, wie es vermutlich kein Mitgefühl für die Juden bei den Zigeunern gab. Die Henker erlaubten den Opfern, sich gegenseitig zu besichtigen, aber man darf nicht vergessen, dass es zwischen Juden und Zigeunern niemals Sympathie oder das Gefühl eines gemeinsamen Schicksals gegeben hat. Rumkowski musste ein Areal am Rande des Ghettos zur Verfügung stellen. Dieses wurde mit Stacheldraht und einem Chlorkalkstreifen vom restlichen Ghetto abgetrennt. Auf dem Gebiet des Zigeunerlagers lebten vorher etwa 1.000 Juden, die innerhalb des Ghettos umgesiedelt werden mussten. Die Deportationen der Roma aus Österreich erfolgten zwischen dem 5. und 9. November 1941. 5.007 Menschen, darunter 2.689 Kinder.
Über die Bedingungen während der Transporte ist nichts aus erster Hand bekannt. Es gibt keine Überlebendenberichte, da es keine Überlebenden gab. Dies ist die Einweisungsübersicht. Und aus diesem dürren bürokratischen Dokument ist dennoch einiges zu schließen. Es war den Roma erlaubt worden, 50 Kilogramm Gepäck mitzuführen. Hier ist aber vermerkt, dass das durchschnittliche Gepäck nur etwa 30 Kilogramm betrug. Entweder besaßen die Menschen einfach nicht mehr oder ihre Habe ist ihnen noch geraubt worden. Bargeld, insgesamt 1547 Reichsmark 64, wurde ihnen in Litzmannstadt sofort abgenommen. Alle Transporte kamen mit erheblicher Verspätung an, zwischen 4,5 und 31,5 Stunden. Die Fahrten in 4 Waggons dürften also etwa zwischen 32 und 50 Stunden gedauert haben. Die Einweisungsübersicht vermerkt trocken 4.996 Lebende, 11 tote Zigeuner. Dem Bericht des mit der Abfertigung der Transporte befassten Hauptmanns der Schutzpolizei, Künzel, ist zu entnehmen, dass es vor allem Kinder waren, die während der langen Fahrt erfroren. Die ankommenden Menschen durchliefen nicht die Desinfektionsanstalt am Baluter Ring, sondern wurden vom Bahnhof Radegast durch das Ghetto direkt in den abgetrennten Bereich eskortiert. Diese Schlamperei und die durch Achtlosigkeit der Stadt- und Ghettoverwaltung verursachten katastrophalen hygienischen Bedingungen entschieden letztendlich über das Schicksal der Roma. Hauptmann Künzel schrieb in seinem Erfahrungsbericht: Sämtliche Zigeuner kamen in einem total verwahrlosten Zustand an. Ein großer Teil der Zigeuner hatte nicht einmal die notwendigen Kleidungsstücke am Körper. Vor allem waren die Kinder vielfach barfuß und nur in Lumpen gehüllt. Teile der ankommenden Zigeuner starrten nicht nur vor Schmutz, sondern erschienen auch mit allerlei Krankheiten behaftet zu sein. In Bezug auf Verwahrlosung überbot ein Transport den anderen. Ein nur zu bekanntes Muster, diese Verwahrlosung, zwar durch die deutschen Behörden in den Lagern selbst verursacht, diente als Bestätigung der angeblichen Minderwertigkeit der Roma. Das Lager war klein. Es umfasste ein Gebiet von etwa 19.000 Quadratmetern. Nur 3 oder 4 mit Stacheldraht umzäunte, völlig leere Häuserblocks für 5.000 Menschen. Roma waren auch im Ghetto Litzmannstadt Angelegenheit der Kriminalpolizei, also war nicht die Gestapo, sondern die Kripo für das Lager und die Bewachung zuständig. Die Kripo im Ghetto, die ihren Sitz im sogenannten Roten Haus hinter der Marienkirche hatte, war in erster Linie damit beschäftigt, durch Spitzel und durch brutale Folter versteckte Vermögenswerte der Juden aufzustöbern und zu rauben. Durch die Einrichtung des Zigeunerlagers erhielt die Kripo, die etwa 25 Beamte beschäftigte, kurzfristig eine ganz neue Aufgabe. Zum Lagerkommandanten wurde Kriminalkommissar Eugen Jansen ernannt. Der einzige Zugang zum Lager befand sich am Haus Nummer 99 in der Brzezinska-Straße. Auf dem Bild sieht man hier diesen einzigen Zugang, so wie er heute aussieht. Der Gedenkstein daneben ist, wenn ich das richtig sehe, 2015 errichtet worden. Und das ist auch immer der Ort, wo wir das Thema des Zigeunerlagers im Ghetto Litzmannstadt bei unseren Bildungsreisen dort vor Ort behandeln. Die Deutschen ernannten auch einen Ältesten der Zigeuner, einen Rom namens Karl Berger. In der Literatur zu diesem Thema ist dies der einzige Name, der auf Seiten der Opfer jemals erwähnt wird. Anfangs lieferte die jüdische Verwaltung Suppe und Kaffee. Dann wurden 2 Küchen errichtet, die
die aber auch vom jüdischen Ghetto beliefert wurden. 3 Tage nach Ankunft des letzten Transportes wies die Ghettoverwaltung Rumkowski an, für eine Krankenstation zu sorgen, die Latrinen benutzbar zu machen und eine Großküche aufzubauen. Außerdem hatten die Juden für die Abfuhr der Fäkalien und der Leichen zu sorgen. Das gesamte Ghettogebiet besaß keine Kanalisation. Die Latrinen mussten also entleert und die Fäkalien in speziellen Wagen abtransportiert werden. Die Toten wurden auf dem jüdischen Friedhof in einem eigenen Areal in Massengräbern begraben. Die jüdische Verwaltung musste auch die medizinische Versorgung der Roma übernehmen. Durch Los wurde unter den unverheirateten Ärzten unter 45 Jahren entschieden, wer Dienst im Zigeunerlager tun müsse. Eine sehr gefährliche Arbeit, da sehr bald Flecktyphus ausbrach, möglicherweise aus Lackenbach eingeschleppt, wo zeitgleich auch der Typhus wütete. In nur 2 Monaten starben über 600 Menschen an der Seuche, denen die jüdischen Ärzte nichts entgegensetzen konnten. Wirkungsvolle Medikamente standen ihnen nicht zur Verfügung und die hygienischen Verhältnisse waren unbeschreiblich. Rumkowski regte zwar die Errichtung einer Badeanstalt an, aber das wurde von der deutschen Ghettoverwaltung abgelehnt. Die Gleichgültigkeit der Deutschen den Roma gegenüber zeigte sich im Gegenvorschlag der Ghettoverwaltung. Es sollten 2 Kessel zum Erhitzen von Wasser und 25 Gießkannen besorgt werden. 25 Gießkannen für 5000 Menschen. Aber selbst dazu kam es nicht. Die meisten der jüdischen Ärzte, die im Zigeunerlager eingesetzt wurden, erkrankten. Einige starben. Laut Ghetto-Chronik erkrankte auch der Fahrer des Leichenwagens. Er überlebte die Krankheit. Es erkrankte auch SS-Oberscharführer Eugen Jansen von der Kripo, der Lagerkommandant des Zigeunerlagers. Arnold Mostowitsch schilderte, wie er als Arzt mit Jansen und dessen Hund in das Lager fahren musste, um die Kranken zu untersuchen und die Krankheit zu diagnostizieren. Jansen demonstrierte dabei die Heilbarkeit von Flecktyphus, indem er 2 Roma mit Kopfschüssen ermordete. Vermutlich übertrug der Hund die Laus, von der Jansen den Typhus bekam. Jansen starb an der Krankheit. Die Jüdin Irena Liebmann berichtete über das, was aus dem streng abgetrennten Lager ins Ghetto drang. Das Leben dort ist furchtbar. Die hygienischen Bedingungen unmenschlich. Die Krankheit breitet sich Stunde um Stunde weiter aus. Keiner wird wieder gesund. Die Kranken bekommen keinerlei Behandlung. Es fehlt an Nahrung. Medikamente gibt es keine. Sie liegen dort, einer neben dem anderen, in ihrem eigenen Kot und Läuse laben sich an ihren vor Fieber kochenden Körpern. Leichen neben den Körpern lebender. Die Gerüche sind furchterregend. Schrecklicher Schmutz. Es gibt keine Worte im Lexikon der Menschheit, um die Todesqualen der Menschen in diesem Lager zu schildern. Arnold Mostowitsch war vermutlich der einzige überlebende Zeuge, der das Lager von innen gesehen hatte. Er beschrieb die erschütternden Zustände so. Selbst für mich, der ich an die katastrophal überfüllten Wohnungen des Ghettos und der Lager für die Ankömmlinge aus Deutschland oder Österreich gewöhnt war, war das Bild, das die beiden Räume boten, erschreckend. Noch heute, da ich diesen Bericht schreibe, will mir ein passender Vergleich nicht einfallen. Es gab dort keine Pritschen und schon gar keine Betten. Stroh auf dem Fußboden, mit Lumpen bedeckt, diente als Lagerstätte für, wie viel, 30, 40, 100 Bewohner dieses Ameisenhaufens. Es war erschütternd. Das Lager existierte nur knapp 2 Monate.
Die Liquidierung des Lagers erfolgte ab Ende Dezember 41. Das Ende der Aktion ist ungewiss, wahrscheinlich bereits im frühen Januar 1942. Der Beschluss zur Ermordung der Roma in Litzmannstadt erfolgte durch Sachzwänge, die man durch Nachlässigkeit allerdings selber verursacht hatte. Der Typhus ließ sich nicht mehr eindämmen, also beschloss man die Ermordung. Der Tod Jansens und eines weiteren Kripo-Beamten mag dabei den Entschluss befördert haben. Die verbliebenen etwa 4.400 Menschen wurden mit LKW des Sonderkommandos Lange abgeholt und im Mordlager Kulmhof in Chełmno in Gaswagen ermordet. Das deutsche Deportationspersonal, Begleit- und Wachpolizisten erhielten Schutzkleidung und Impfungen, dennoch erkrankten einige. Überlebende unter den Roma gab es keine. Der Pole Jan Lernowski wurde zufällig Zeuge der Transporte, die auf dem Weg nach Chełmno auch seinen Heimatort Grabow passierten. Die Transporte fanden täglich statt, praktisch immer um dieselbe Zeit in den Morgenstunden. Die Transportkolonne bestand aus ungefähr 10 dreitonnigen LKW mit Nummernschildern der SS, die sorgfältig mit Planen abgedeckt waren. Die Autos wurden vorn und hinten von mit automatischen Waffen bewaffneter Gestapo begleitet, die in Personenautos fuhr. Diese Kolonne traf ich täglich in Grabow um 7 Uhr früh auf dem Weg zur Arbeit. Ich schaute voll Entsetzen auf diesen Todeszug, da ich sehr gut das Ziel der Reise kannte, und ich hörte unter den Planen hervor Weinen und Jammern der Transportierten, nicht nur Frauen und Kinder, sondern auch Männer. Schlomo Wiener war im Januar 1942 Gefangener im Mordlager Kulmhof und musste als sogenannter Arbeitsjude die Leichen aus den Gaswagen holen. Ihm gelang am 19. Januar die Flucht. In seinem später im Warschauer Ghetto abgegebenen Bericht schilderte er auch die Ermordung der Roma aus Litzmannstadt. Wenn ein Auto ankam, hielt es etwa 5 Meter von der Grube entfernt an. Der Leiter der Postengruppe, ein SS-Mann mit höherem Rang, war ein ausgesuchter Sadist und Bandit. Er befahl den 8 Männern, die Türen des Autos zu öffnen. Sogleich schlug uns ein starker und scharfer Gasgeruch entgegen. Sie hatten Zigeuner aus Hutsch getötet. Nachdem etwa 5 Minuten bei geöffneten Türen abgewartet worden waren, schrie der SS-Mann: "Ihr Juden, herein und schmeißt alles raus." Aus dem Lastauto wurden die Vergasten wie Abfall auf einen Haufen geworfen. Die Jüdin Irena Liebmann berichtete auch vom Ende des Zigeunerlagers im Ghetto. Das Zigeunerlager wird endgültig liquidiert. Die letzte Visite dort machen 2 jüdische Ärzte. Um ihre Gesundheit zu schützen, betreten sie das Lager in besonderer Kleidung, mit Masken vor den Gesichtern und Gummihandschuhen an den Händen. Außerdem sind sie mit Läusevertilgungspulver bestäubt. Sie treten in Pfützen aus Fäkalien und Blut, zwischen Menschenleichen und Nagetieren und finden keine lebende Menschenseele mehr. Zutiefst betrübt wollen die Ärzte sich schon aus dieser Geisterwelt zurückziehen, als sie plötzlich im letzten Moment eine winzige Hand erblicken, die zitternd erhoben wird. Aus irgendeiner verborgenen Lade krabbelt ein blasses und stummes kleines Mädchen. Ohne viel über die damit verbundenen Gefahren nachzudenken, heben die Ärzte den zitternden kleinen Körper hoch und kehren ins Ghetto zurück, das letzte Überbleibsel des Zigeunerlagers auf den Armen. Ein Pferdewagen erwartet sie und bringt sie zum Krankenhaus. Am Eingang werden sie von den Deutschen in Empfang genommen, die einen abschließenden Lagebericht erwarten. Zuerst jedoch erschießen sie das Kind. Die letzte stumme Zeugin, die Dinge gesehen hat, die zu sehen verboten sind.
Erst am 27. April 1942 erhielt Rumkowski die Erlaubnis, die Zäune abzubrechen und das Gebiet wieder bewohnen zu lassen. Die Ghetto-Chronik berichtet, dass beim Aufräumen des Geländes relativ große Vorräte an verschiedenem Gemüse, Zucker sowie steinhartes Brot gefunden wurden, die den Roma offensichtlich nicht mehr ausgeteilt worden waren. Auf dem Areal wurde dann eine Strohschuhfabrik errichtet. Die Kosten, die das Zigeunerlager der Ghettoverwaltung verursacht hatten, wurden durch das Geld beglichen, das man den jüdischen Opfern in Kulmhof abnahm. Es existiert eine peinlich genaue Auflistung dieser Kosten. Darin sind verschiedene Posten aufgeführt, unter anderem 3200 Kilogramm rote Rüben, in Klammern mit 20% Nachlass für verdorbene Ware, 1000 Büroklammern, eine Reichsmark, 300 Packungen Chlorkalk sowie Kosten für ausgeführte Fahrten. Diese Fahrten gingen nach Chełmno. Für die Ghettoverwaltung ein Kostenpunkt, für die Menschen des Lagers eine Fahrt in den Tod. Am 20. April 1942, gut drei Monate nach der Ermordung der Roma in Kulmhof, ist im Dienstkalender Himmlers zu einer Unterredung mit Heydrich über einen Besuch beim Gauleiter Arthur Greiser vermerkt, keine Vernichtung der Zigeuner. Der Kontext dieser Notiz ist nicht klar, aber sie könnte ein Indiz sein für die unklare Entscheidungslage in Bezug auf die Sinti und Roma zu diesem Zeitpunkt. Am 13. August 1942 ordnete Himmler fürs Generalgouvernement an, dass gegen sesshafte Zigeuner nicht grundsätzlich polizeilich einzuschreiten sei. Diese Notiz zeigt auch, dass die Ermordung der Roma aus dem Ghetto von niedrigerer Stelle angeordnet wurde, eventuell von Gauleiter Greiser, von der Stadt- oder Ghettoverwaltung oder von der Kripo. Es ist nicht geklärt, wer genau die Anordnung zum Massenmord gab. Dies ist bezeichnend für das politische Klima, für die Möglichkeit mittlerer und unterer Verwaltungsstellen Mordinitiativen zu ergreifen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Es zeigt vor allem aber auch, dass sich niemand mehr für das Schicksal dieser Menschen interessierte. Niemand fragte mehr nach, was aus diesen Menschen geworden ist. Mit Ausnahme der Angehörigen im Burgenland. Deren Anfragen nach Besuchserlaubnissen wurden natürlich abgelehnt. Noch Ende Dezember 1942, also fast ein Jahr nach den Morden in Kulmhof, wurde von Seiten der Sicherheitspolizei verfügt, dass die Ausstellung von Urlaubsscheinen an Sinti zum Zwecke der Reise in das Generalgouvernement oder in den Wartegau zu unterbleiben habe. Zigeunerische Personen, die dennoch einreisten, seien in polizeiliche Vorbeugehaft zu nehmen. Von deutscher Seite interessierte sich aber keiner mehr für den Massenmord an 5000 Roma. Mit dem Blick auf das Zigeunerlager in Birkenau fallen mir eine Reihe von Parallelen auf. Auch hier scheint anfangs eine gewisse Ratlosigkeit geherrscht zu haben, was denn nun mit diesen Menschen eigentlich geschehen sollte. Beim Himmler-Erlass ging es in der Hauptsache um das Abschieben der Sinti aus dem Deutschen Reich. Man wollte sie loswerden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Folgen für die betroffenen Menschen waren verheerend und grausam. In dem bald überfüllten Lagerabschnitt brachen wegen der unzureichenden Ernährung und miserablen hygienischen Verhältnisse bald verschiedenste Seuchen aus, darunter Noma oder Wasserkrebs, eine entsetzliche Krankheit, die besonders die Kinder befiel. Über 13.000 Menschen starben an Hunger und Krankheiten. Zweimal,
am 23. März und am 25. Mai 1943 bekämpfte die Lagerleitung den Ausbruch von Flecktyphus mit mörderischem Pragmatismus, indem sie die Kranken und Typhusverdächtigen ins Gas schickte. Eine grauenhafte Lösung des Typhusproblems, wie sie auch die Behörden in Litzmannstadt gewählt hatten. Über 2700 Menschen fielen dem zum Opfer. Und auch bei der Auflösung des Lagers und bei der Ermordung der letzten überlebenden Häftlinge scheinen pragmatische Erwägungen eine Rolle gespielt zu haben. Belegen kann ich dies anhand von Dokumenten nicht, aber die Daten legen diesen Verdacht zumindest nahe. Der erste Versuch, das Zigeunerlager zu liquidieren, ereignete sich im Mai 1944, unmittelbar vor Beginn der sogenannten Ungarnaktion, als in wenigen Wochen über 400.000 ungarische Jüdinnen und Juden nach Birkenau deportiert wurden. Dies war nicht nur der größte Massenmord in der Geschichte von Auschwitz, sondern auch eine Aktion, die viele Zehntausende Sklavenarbeiter in die deutsche Rüstungsindustrie bringen sollte. Und für diese Menschen musste Platz geschaffen werden. Der Versuch, die verbliebenen Sinti und Roma zu ermorden, scheiterte am 16. Mai 1944 indes an deren Widerstand. Als die Lastwagen der SS in das Lager fuhren, um die Menschen zu den Gaskammern zu bringen, weigerten sich die Sinti und Roma, die sich notdürftig bewaffnet hatten, ihre Blocks zu verlassen. Die SS, der klar wurde, dass diese Sache nicht ohne Verluste durchführbar war, brach daraufhin die Aktion ab. Die endgültige Liquidierung des Zigeunerlagers erfolgte am 2. August 1944. Diesmal hatte die SS vorher etwa 1400 Arbeitsfähige aus dem Lager selektiert und damit auch die Widerstandskraft entscheidend geschwächt. Zurück blieben hauptsächlich alte und kranke Menschen und Kinder. 2897 Menschen, die in den Gaskammern ermordet wurden. Unmittelbar danach trafen große Transporte von jüdischen Menschen aus dem nun aufgelösten Ghetto von Litzmannstadt ein. Viele davon wurden als sogenannte Depothäftlinge auf dem Gelände des ehemaligen Zigeunerlagers B2E untergebracht. Möglicherweise ging es also auch hier darum, Platz zu schaffen für neu ankommende Arbeitssklaven für die deutsche Rüstung. Mit Ende des Krieges endeten die Massenmorde an Sinti und Roma, nicht aber ihre Diskriminierung. Die Forderungen Überlebender nach Entschädigung wurden vielfach abgelehnt, indem man die Nazi-Argumentation bedenkenlos übernahm. Bei den Einweisungen von Sinti und Roma in Konzentrationslager habe es sich um kriminalpräventive Maßnahmen gehandelt. Die fortgesetzte Verfolgung und Diskriminierung nach 1945 wäre nochmal ein eigenes großes Thema. Ich möchte es mit einem einzigen, aber vielsagenden Schlaglicht belassen. Gegen Robert Ritter, dem Leiter der Rassenhygienischen Forschungsstelle, wurde nach Anzeigen Überlebender ermittelt. Aber das Verfahren wurde 1950 eingestellt und Ritter wurde von jeder Schuld freigesprochen. In der Verfügung formulierte der Oberstaatsanwalt Dr. Kosterlitz: Es handelt sich um die grundsätzliche Frage, ob und inwieweit Aussagen von Zigeunern zur Grundlage richterlicher Überzeugungsbildung gemacht werden können. Zahlreiche Wissenschaftler haben die Anschauung vertreten, dass Zigeuneraussagen grundsätzlich für die richterliche Überzeugungsbildung ausscheiden müssen. Ideologischer Rassenwahn auf der einen Seite, aber auch gelegentlich Planlosigkeit, Schlamperei, ein mörderischer Pragmatismus und nicht zuletzt ein großes Maß an Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal dieser Menschen waren für ihre Leiden und Sterben ausschlaggebend.
Der Landrat von Oberwart im Burgenland schrieb am 11. November 1941 an die Bürgermeister seines Bezirks, dass in der vorangegangenen Woche in der Lösung der Zigeunerfrage ein großer Fortschritt erzielt worden sei. Aus seiner Sicht stimmte das. Er war über 5000 burgenländische Roma losgeworden. Was aus diesen 5000 Menschen werden sollte, daran hat er vermutlich keinen Gedanken verschwendet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Zum Schluss gestattet mir bitte noch eine persönliche Nachbemerkung. Was mich in dieser Thematik sehr bewegt und beschäftigt, ist Folgendes. Wenn ich mit meiner Einschätzung recht habe, dass Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit zu einem hohen Maße das furchtbare Schicksal der Roma im Ghetto Litzmannstadt und anderswo mitbestimmt und mitbewirkt haben, dann geht uns das heute eigentlich viel mehr direkt an, als wenn der Massenmord nur auf eine Entscheidung der obersten Naziführung zurückzuführen gewesen wäre. Schließlich haben wir ja alle keine völkermörderischen Pläne. Aber sind wir, und da schließe ich mich selbst ausdrücklich mit ein, sind wir in unserer Wohlstandsbequemlichkeit nicht viel zu oft viel zu gleichgültig? Sei es in Bezug auf ertrinkende Flüchtlinge im Mittelmeer, auf die unerträglichen Zustände in griechischen und bosnischen Flüchtlingslagern oder in den Lagern der Rohingya in Bangladesch, viel zu gleichgültig bei den Hungerkatastrophen in Ostafrika oder auch in Bezug auf heute stattfindende Verfolgung und Diskriminierung der Sinti und Roma in Europa? Vielen Dank, Roland, für deinen Vortrag. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt sehen kann. Ich habe die Kamera zwar angeschaltet, aber ich sehe mein Bild nicht. Ja, es gab eine Frage schon relativ früh während des Vortrags zum weiteren Schicksal der Assistentin von Robert Ritter. Ich glaube, sie war gemeint. Was war mit der eben zitierten Doktorin nach dem Krieg? Durfte sie weiter im Universitätsdienst tätig sein? Ist das bekannt? Ich müsste es noch mal ganz sicher nachlesen. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass auch sie nicht verurteilt wurde. Also ich habe ja gerade dargestellt, mit welcher Argumentation der Ritter freigesprochen wurde. Ähnlich ist bei ihr auch verfahren. Und ich meine, sie hat weiterhin praktiziert. Okay, danke. Weitere Fragen habe ich bisher nicht auf dem Schirm. Vielleicht von meiner Seite noch den Hinweis, das sollten wir nicht vergessen. Ich habe im Kontext dieses Vortrages eine Literaturliste erstellt. Und da gibt es einen Link, der zu teilen wäre. Elmar oder Karina können den wohl einspielen. Und für alle Interessierten, die können dann auf die Literatur zurückgreifen, die auch mir da zur Verfügung gestanden hat. Ja, danke für den Hinweis, Roland. Den Link haben wir bereits gepostet. Sehr gut. Einmal nicht ganz funktionierend, aber er ist dann nochmal nachgeliefert worden bei Zoom. Gut. Genau. Apropos Link, ich habe auch im Chat im Zoom und ich denke, Karina hat das auch im YouTube-Chat gemacht, Links zur Webseite des Bildungswerks Stanislav Hans gepostet und einen Direktlink zur Anmeldung für unseren Newsletter, falls es interessierte Menschen gibt, die weiteres über unsere Veranstaltung, unsere Tätigkeit und unsere Fahrten erfahren möchten. Hier bedankt sich ein
Zuhörer, eine zuhörende Person recht herzlich. Sehr interessanter Vortrag. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Dankeschön. Vielleicht warten wir noch einen Moment. Carina hat mir gesagt, dass es manchmal etwas Verzögerung gibt bei YouTube, bis die Kommentare erscheinen. Hier gibt es noch eine Frage. Gibt es deines Wissens nach heutzutage weitere Aufarbeitungen bezüglich den Umgang nach dem Krieg, um den Umgang nach dem Krieg weiter zu korrigieren, wie zum Beispiel bei den Gerichten? Wie ist die Frage genau gemeint? Wie die juristische Sache angegangen wird? Das geht jetzt aus dem Chatbeitrag nicht weiter hervor. Kannst du den noch mal vorlesen? Ja, gibt es heutzutage weitere Aufarbeitung, um den Umgang nach dem Krieg weiter zu korrigieren, zum Beispiel bei den Gerichten? Das gibt es ganz bestimmt. Das Thema ist ja doch zumindest in den letzten 20 Jahren intensiver bearbeitet worden. Aber es ist ein sehr, sehr langer und mühseliger Prozess von der Nachkriegszeit bis heute gewesen, was die Anerkennung des Völkermordes an den Sinti und Roma insgesamt betrifft und mit allen Facetten, die es dazu gibt. Gibt es jetzt natürlich auch verschiedene Forschungsstellen in Berlin, in Wien, in Heidelberg natürlich beim Zentralrat des Sinti und Roma, die diese Fragestellungen jetzt heutzutage behandeln. Also die Frage, glaube ich, zielt eher in die Richtung, gibt es von Seiten der deutschen Justiz sozusagen auch Bemühungen oder Aussagen? Da wäre ich überfragt. Das weiß ich nicht. Dass bestimmte Ja, Dinge das weiß ich nicht. natürlich falsch gelaufen sind. Ja. Okay, diverse Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vortrags oder Zuhörende bedanken sich und ja, schreiben, dass es für Sie erschütternde und interessante Informationen waren. Ich würde sagen, wir belassen es dann dabei. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören an die teilnehmenden Personen heute Abend. Bleiben Sie uns gewogen und vielleicht, wenn ihr noch nicht Abonnentinnen des Newsletters seid, vielleicht könnt ihr euch anmelden. Danke, Roland, für deinen tollen Vortrag. Und ich freue mich auf September, auf die Fahrt nach Lutsch. Ich hoffe, sie findet statt, ja. Ich bedanke mich auch bei allen Interessierten und bei Elmar und Carina für die technische Unterstützung. Dankeschön und noch einen schönen Abend.